Oh, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Need for Speed Undercover. So, der Bildschirm ist gerade nochmal ausgegangen, ist er wieder angegangen. Die üblichen Verdächtigen funktionieren natürlich mal wieder nicht, aber jetzt hat sich alles wieder eingefunden. Okay, ja, wir sind hier ich glaube, im zweiten Part mit unserem Lamborghini, ne? Den haben wir irgendwie in der letzten Zeit bekommen, ich weiß gar nicht mehr wann genau. Und der fuhr sich schon mal sehr, sehr gut, denn wir haben endlich dieses eine Master-Event super gemeistert. Das Master-Event gemeistert. Ja, und ihr seht schon, ich bin schon wieder so ein bisschen drauf und dran, hier einfach mal so ein bisschen rumzufahren, weil der sich so gut fährt und natürlich oben auch super aussieht. Und schwupps, fahre ich vor die Wand. Ja, okay, gehen wir mal ins nächste Event. Der fährt sich aber auch gut. Unser schöner Lamborghini. Geschenkt bekommen, vielen Dank dafür. So, was wollten wir eigentlich machen? Wir wollten. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir machen mal das Rundrennen hier oben. Wir haben sehr viel für die Bösen gemacht. Wir haben die Polizei sehr oft geärgert und dann die Autos geklaut, dann das Auto gekriegt, dann das Master-Event gemacht. Und jetzt bin ich so ein bisschen wieder im Rennmodus drin, wofür das Ding ja auch mal kreiert worden ist, ne? Ganz klar, das ist nicht nur dafür da, um die Polizei zu ärgern, sondern Rennen zu fahren. Deswegen gibt es dieses Auto, damit das auch mal geklärt ist. Und jetzt kann man natürlich die ganzen Rennen, die ich die ganzen Parts davor nicht geschafft habe, die stellen jetzt überhaupt kein Problem mehr dar. Das ist klar. Also es gibt ja übrigens jetzt auch eine Taste. Das ist Autopilot. Das ist eine bestimmte Kombination. Pro Rennen ist immer ein bisschen anders. Und dann gewinnt man das. Also ich kann die Tastenfolge für dieses Rennen mal sagen. Ich habe die auswendig gelernt. R2, R2, R2. Leicht nach rechts, links, R2 gedrückt halten, immer weiter gedrückt halten. Ja, es ist ziemlich schwer. Da müsste ich eigentlich meine Hand aufnehmen, weil, oh Gott, jetzt geht der Monitor wieder aus. Jetzt ist der Monitor komplett aus. Jetzt ist der Monitor wieder da. Nur Gott weiß warum. So, okay. Das war die falsche Tastenkombination. Ich hoffe mal, jetzt funktioniert's. Das Problem ist ja, für uns gibt's keine Probleme. Hier, selbst wenn der Monitor ausgeht, überhaupt kein Problem. Sofort wieder auf der Piste, sofort wieder dabei. Da kann auch der da vorne. Kann der einfach nicht mithalten, ist so. So, der ist erstmal schön gegen, wie hieß er nochmal, Rudi, der mit dem Klopapierrollen hinten drin, gegen den Rentner gefahren. Wie habe ich ihn immer genannt? Ich weiß es schon nicht mehr. So lange her. Ich habe gerade Doom 64 durchgezockt. Geiles Spiel. Ganz ehrlich, ich bin stolz drauf, das Spiel erleben zu dürfen. Keine Ahnung, darf ich so sagen? Ich habe es gesagt. Ja. Geiles Ende auch, schöner Boss. Sehr gutes Spiel. Kann ich nur empfehlen. Ich werde es aber nicht unter dieses Video verlinken. Irgendwie finde ich, das Let's Play passt nicht ganz zu den üblichen Verdächtigen, die man hier so erwarten würde. Aber dennoch, Doom 64, könnt ihr auf meinem Kanal gucken. Playlist ist da auch irgendwo. Wenn ihr das hier seht, dann ist es wahrscheinlich schon ein paar Monate draußen. Aber sehr gutes Spiel, sehr, sehr gutes Spiel. Kann leider nichts zu Doom Eternal sagen, das habe ich noch nicht gespielt. Ich wollte mir erstmal die Story vor dem Doom 2016 angucken. Und das ist ja bekanntlich das von Doom 64, wie es in den Medien jetzt immer dargestellt wird. So, und jetzt, wenn ich hier gerade so ein bisschen vor mich hin labere, dann klappt es auch manchmal einfach mit dem Fahren. So, seht ihr das? Trotz der Bildausfälle. Ich habe das Ding einfach in- und auswendig. Ich kann's. Jetzt könnte der Bildschirm wieder ausfallen und ich würde sofort hier wieder auf den ersten Platz kommen. Ist so. Also, Aufnahmebox, HDMI-Verteiler, wer auch immer daran schuld ist. Vielleicht auch die PlayStation, kann ja auch sein. Das Spiel. Auf jeden Fall nicht ich, das ist klar. Ich bin einfach eine Symbiose aus Controller, Rennspiel und ich. Wir sind einfach wirklich. Wir sind einfach eins. Jahrelang sind wir diese Symbiose eingegangen. Und dann doch endlich festzustellen, dass man nur mit einem Lamborghini glücklich werden kann im Leben. Ja, echt schön. Merkt euch das. Jeder braucht einen Lamborghini im Garten. Mann. Letzte Kurve und ich eck an. Mann, Mann, Mann. So. Warte, so kann ich das nicht stehen lassen. Wir machen den Lambo wieder hübsch. So, sehr schön.
Wieder keine Beule, kein Kratzer. Alles wieder in Ordnung. Gut. So, zack. Und wir kriegen wieder ein bisschen Minusprozent. Zumindest auf Teilrabatt. Da, wieder hübsch. Wow. So, wo kommen sie denn? So, wo kommt er denn? Da. Loser. 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 So, wo kommen die Nächsten? Höre ich sie da nicht irgendwo im Hintergrund? Ne, die haben aufgegeben. Die Nachricht, die frohe Botschaft ist verkündet worden. Van Vierlefranz hat die Ziellinie zum dritten Mal überquert und ist damit Erster geworden. Und haben sich gesagt, ach scheiße, Mann. Nee, das gebe ich mir nicht. Immer dieses Schwein, was noch an der Ziellinie wartet und uns dann immer entgegenguckt und entgegenspuckt und verpönt, verspottet. Das will ich nicht. Okay, so. Jetzt bin ich langsam warm. Ich habe gerade ein bisschen Mittagsbubu gemacht. Ich habe gerade meine Gehirnwindungen sind noch so ein bisschen im Rebooten. Deswegen musste ich jetzt hier so ein bisschen vor mich hin döseln. Ja, wir gehen jetzt mal hier. Geil, was ist das? Checkpoint-Rennen auf Level 12. Das machen wir. Das gibt viele Punkte. Wir müssen jetzt wieder leveln. Das klingt vielversprechend. So. Oh. Ah. Schön verbrannten. Verbranntes Gummi nochmal einatmen. So, meine Zeit bis zum nächsten Checkpoint. Die Checkpoint-Rennen waren bis jetzt ja noch nie so die Herausforderung. Ich hoffe, das bleibt so. So, Feuer. Ready. Steady. Go. Ficker. Meine Güte. Ich könnte aber manchmal... Die sind aber auch immer auf der Ideallinie, ne? Hier. Gegenverkehr. Ach, genau der. Genau da auf der Straße. Warum fährt er auf der Straße? Der ist so langsam mit seinem Pickup. Der kann doch auch sonst wo fahren. So, wir haben trotzdem in 30 Sekunden das Ding gerockt. Uns wurden 60 zur Verfügung gestellt. So, übrigens kam jetzt auch ein Update. Jetzt, weiß ich nicht, wann du das guckst, aber jetzt, heute, an dem heutigen Tag kam ein Update für The Crew 2 raus. Ich weiß nicht was genau, aber ein paar neue Autos. Deswegen, ich würde das zeitnah auch mal spielen wollen. Ich habe es mir für 10 Euro geholt. Ist sehr günstig. Verstehe nicht ganz warum, weil es noch nicht mal ein Jahr alt ist. Und es hat echt nicht so schlechte Kritiken. Aber sozusagen einem geschenkten Gaul schreibt man nicht ins Maul. Und ich finde, es sieht sehr gut aus, das Spiel. Und deswegen werde ich es auch spielen. Immer wieder gerne. So, zack, zack, zack. Oh Gott. Der fährt sich so zackig hier, kommt man so easy durch. Der driftet nicht. Zack, und wieder Nos, zack. Man kann es eigentlich wirklich fast schaffen, kontinuierlich durch die Stadt über 200 Sachen zu fahren. So, und jetzt gleich wieder über die 300. Und da ist schon... Ah, jetzt weiß ich auch, warum es schwer ist. Guck mal, wie viele Checkpoints das sind. Schönes Urlaubsfeeling hier mit der Musik. Und ich zeige euch hier mal mein Urlaubsparadies. Ich weiß, da rechts der Berg, der ist ein bisschen trist. Alles so ein bisschen herbstlich braun, aber es ist doch durchaus schön. So, das ergibt gar keinen Sinn, jetzt NOS zu geben. Ich glaube, irgendwie die Maximalgeschwindigkeit in dem Spiel ist 356, oder? 57. Viel mehr geht nicht. Das ging auch bei den anderen Autos nicht. Da ist Schluss. So, und dann haben wir auch schon wieder einen Checkpoint. Ob ich jetzt NOS gebe, das sieht zwar schneller aus, aber es ist nicht schneller. Es ist einfach nicht schneller, es bringt nichts, es bringt keinen Vorteil. Der NOS bringt wirklich nur was in der Beschleunigung. Und wer kennt das nicht? Autobahnausfahrten, da fährt man gerne mal mit 200 Sachen. So, jetzt kommen wir hier wieder. Bisschen Stoff. 300 knacken. Jo, wir sind einfach von der Zeit her sowas von günstig aufgestellt. Ui. Und, hepp, durch die Baustelle und noch viel weiter. Oh, das wird eine harte Landung. Eigentlich nicht. Alter, guckt euch das an, ohne zu hoppeln, ohne irgendwas. Man klebt sofort wieder auf dem Asphalt. So muss das sein. Alter, fahr zu, du Frösi. Du alte Napfsülze. So, komm her. 300. Mit 300 Sachen durch die Innenstadt. Innenstadt. Kein Kleingeld in der Tasche und die Familie wird nicht satt. Doch ich hab die 300 in der Innenstadt. Ah, oh,
Manchmal ist es mir ein bisschen zu zackig dann, wenn ich aufplatsche auf den Asphalt und nur ganz leicht die Lenkung antippe. Auf einmal zieht es das Ruder hier komplett rum. So, komm jetzt. Wieder Autobahn. Feuer. Oh, habt das gesehen? Wie es mich voll in den Asphalt reingepresst hat. Wie mein Unterboden des Autos schön den Asphalt nochmal küsst und die Funken fliegen. Richtig geil. Komm. Nos. 60% Hammer. Richtig geil wäre es eben jetzt, wenn die Polizei kommen würde. Das würde mir gefallen. Wenn sie jetzt so nebenbei noch so leicht, so dezent nervt. Halt nicht so, dass du keine Chance hast zu fahren. Aber schon so immer mal ankommt, so dass man mal ausweichen muss. Meine Blockade, der Heli irgendwie so kleine Durchsagen macht. Das wäre schon nice. So, wir kriegen wieder Zeit. Also über 2 Minuten. Ja, guckt euch das an. Ich glaube wirklich bei 356. Ja, 57, da wackelt es manchmal. So, sauberer Abschnitt. Gibt nochmal 800 Punkte. Oi. Wunderschön. Von Autobahn zu Autobahn. Speedbreaker. Und gleich wieder auf die 200 hochnossen. Das war Heinz. Jetzt kommt's wieder. Heinz haben wir getauft. Dem Rentner. Der Rentner mit der Klopapierrolle. Das ist Heinz. Da hätte ich abkürzen können. Das Tor, das war nur lose eingehängt. Hier ist wieder ein Heinz. Heinz, blöd. So. Noch über 2 Minuten Zeit bis zum nächsten Checkpoint. Oh. Ah, seht ihr das? Jetzt strauchelt die Kiste so ein bisschen. Heinz, bleib auf deiner Spur, du. Sonst musst du wieder zum Idiotentest. Und du weißt, du fällst da des Öfteren mal durch. Sehr schön. Und da hinten haben wir es schon. Zack. Jawohl. So, scharfe Rechtskurve, kurz anbremsen, rein in die Bude. Guckt euch das an, auch wenn es so bergab geht. Das ist wie eine Achterbahnfahrt mit der Karre. Die klebt, wow, auf dem Boden. Auch selbst Heinz hinter der Kurve, der mich noch so penetrant anhubt. So, zum Glück ist der jetzt nicht auf den Standstreifen gefahren, ne? Kann ja auch mal passieren, so aus Versehen. Ups, bin wieder auf den Strandstreifen. Oh Gott, was erzähle ich da? Der Strandsteife. Kennen Sie das auch am FKK-Strand? Haben Sie da auch manchmal einen Strandsteifen? Komm, Nossi McNossenberg. Mit 300, ist es das schon? Das war's schon. Wow, mit über 1,5 Minuten haben wir das Ding hier gerockt. Über natürlich. Sehr gut, das gibt viele Punkte, glaube ich. Ich glaube, ich habe gesehen, Tri-City Run. Und es gibt echt viel. In-Saison-Bonus und Einnahmen-Bonus. Sehr, sehr schön. Und wir steigen schon auf Level 13. Das gab richtig viele Punkte. Das ist nice. Nice ein Schwein, 50%. Und das bringt uns natürlich auch wieder in der Story vornweg. Vornweg, von ran. Hey, Hübscher. Kennst du den, wo der Coyote den Roadrunner durch den Canyon verfolgt? Also, ich finde den cool. Willst du der Coyote sein? Ich häng dich doch sowieso ab. Pass auf. Ach, jetzt will sie uns herausfordern, macht wieder ein auf dickes Höschen, kriegt von uns auf den Sack, es ist wieder 3 Stunden beleidigt und dann muss ich die ganze Crew hops nehmen. So ist es doch. Ich meine, hallo, wir haben Lambo. Was hat sie da für ein komisches Spielzeugauto? Egal, was sie hat, sie hat keine Chance. Okay, Rose Lago fordert dich zu einem Canyon-Rennen heraus. Haha, Rosie. Rosie McBosey. Wir nehmen die Herausforderung an. Wo bist du denn? Da oben. Rose, Achterbahnfahrt. Rose scheint ein Auge auf dich geworfen zu haben und hat dich zum Rennen Canyon bla bla herausgefordert. Aber sei vorsichtig, Nickel wird gar nicht erfreut sein, wenn er davon erfährt. Was kann ich dafür? Sie hat mich herausgefordert. Ich will einfach nur ein Rennen fahren, weißt du? Ich will da keine Affäre oder so mit ihr anfangen. Ich will sie einfach nur verheizen. So, wir brauchen Informationen. Wer ist Rose? Was ist ihre Aufgabe? Aha, sie drückt uns einfach weg.
gibt's doch gar nicht. Gold Coast Mountain. Sie hat es aber weggedrückt. Sie hat uns keine Informationen zu der netten Dame gesagt. Ich brauche Informationen. So. Okay. Au, mit einem schönen rosa Porsche. Eigentlich hätte ich mir verdient, den dann zu kriegen. Ich möchte ja sowieso noch einen Porsche haben. So, ich glaube, das gibt es dann auch bei Need for Speed Carbon. So komplette Rennen. Oh, bis jetzt ist er echt ziemlich schnell. Aber die Kurve habe ich besser genommen. So, wie war das? Wer ist der Roadrunner und wer ist der Idiote? This Schnecke. Ja. Und wenn ich besoffen bin, dann lasse ich einen fahren. So, kluge Sprüche habe ich auch. So wie das Ass im Ärmel. So wie das Blei auf dem Fuß. Wow. So wie Heinz in der Kurve. So, Schwester. Wow. Vergiss es. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich sehe dich. Ich fühle dich. Ich gewinne. Zack, wie viel Hammer? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lang das hier ist. Alter, sie hat Abkürzung genommen. Ja, richtig, das hast du richtig erkannt, dass du hinter mir bist. Dafür, dass du vor mir gestartet bist, ist das ein ziemliches Armutszeugnis. Achtung, da kommt Heinz. Heinz und ich, wir sind ein eingespieltes Team. Jahrelang hat er mich genervt, doch jetzt ist er Polizeihauptwachtmeister. Und immer im Einsatz, bereit für meinen Anruf. Weißt du, ein Gentleman lässt einer Dame immer den Vortritt. Ja, jetzt auf einmal auf die Tour, ne? Jetzt auf einmal auf die Tour. Weißt du was? Ich sehe da hinten das Ziel. Und das ist sehr weit viel. Sehr, sehr. Was? Bremsversagen? Was heißt hier Bremsversagen? Ist mir doch egal. Ich will ja nicht bremsen. Ihr habt mich einmal gebremst. Gold Coast Mountain Exit, 19:33 Uhr. Uiuiuiui, da fliegt mein Bremssättelchen weg. Oh. Aber ich habe gewonnen. Das interessiert jetzt auch nicht genau, was da passiert ist, wie es passiert ist. Wir haben gewonnen, das ist das Einzige, was zählt. Triff dich mit Rose. Ich wundere mich, dass du noch lebst. Glaubst du nicht, es wäre besser, mal auf die Bremse zu treten, bevor jemand etwas passiert? Niemand wird auf die Bremse treten. Es ging ja nicht, du Trottel, die ist ja kaputt gewesen. Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Die Beweise liegen in einem der Fahrzeuge aus der vermissten Schiffsladung. G-Mac ist unsere Spur. Und jetzt hat er Angst. Und deshalb ist unser Mann baden gegangen. Er ist von der Klippe geflogen, weil der eifersüchtige Freund die Bremsleitung gekappt hat. Lady, das hier ist die Connection. Ihre internationalen Schmuggler sind dieses asiatische Verbrechersyndikat. Es wird aus dem Ausland geführt von einem brutalen Kerl namens Chao Wu. Der hat ein langes Strafregister mit Schmuggel, Erpressung und Kapitalverbrechen. Wahnsinnig gefährlich. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Sie offensichtlich aber nicht. Ja, so ist das, wenn der Lehrer dir sagt, du hast die Hausaufgaben nicht gemacht. Du kriegst eine 6. Oder du kommst jetzt zur mündlichen Leistungskontrolle hier vor. Dann wusstest du, du Arsch, du wusstest ganz genau, dass ich am Nachmittag irgendeinem Sportverein war, während die ganzen Streber zu Hause gesessen haben und haben Chips gefressen. So ist es nämlich gewesen damals, genau so, nicht anders. Okay, nein, ich habe oft die Hausaufgaben nicht gemacht und war auch nicht beim Sportverein, sondern habe meistens nichts gemacht. Einfach nichts. Oh Gott, ich hätte dich jetzt nichts fahren sollen. So ist das mit dem Nichts. So, okay. Gleich ins nächste Rennen. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Ich habe auf den Oberlehrer da nicht... Ich habe dem nicht zugehört. Es tut mir leid. Ich hätte der netten Dame auf den Hintern geguckt und die war gerade sehr beleidigt. So, wir haben jetzt... Ja, was habe ich jetzt davon? Ich habe sie besiegt. Ich habe sie besiegt. Damit muss ich jetzt klarkommen. Wir machen mal wieder solche Rennen hier. Die sind ganz geil. Highway-Battle-Rennen, die gehen relativ schnell, bringen 4 Punkte. Und außerdem sind die geil inszeniert. Und außerdem sind wir die mit dem Lambo noch nicht gefahren. Da würde ich jetzt wirklich gerne sehen, wie wir die hier einfach nur verblasen. Wer da jetzt mal... Wen haben wir denn da? Eine schöne Viper. Cornetto. Okay, Feuer.
Nein, wir wollen den Modus hier. Ja. Noch. Aber warte. Ich hab Noss. Gott, ist sehr schnell. Gott im Himmel. Alter, der Alter mit seinem Pickup-Truck hier. Auf einmal gibt er Gas, ne? Auf der Stangenspur fährt er mit. Warum ist der so verdammt schnell, ey? Da komme ich überhaupt nie hinterher. Komm jetzt. Er wird einen Fehler machen. Und diesen werde ich ausnutzen. Es ist immer ein bisschen mehr Platz für mich. Hui. So, mach's gut, Bruder. Mein Bester. Morgen ist schon wieder Silvester. Hier kommt ganz viel auf dich zu. Wow. Alter, guck mal, was er jetzt für einen Boost gekriegt hat. Da komme ich durch. Zack. Kleine Blockade. Opel Corsa quergestellt. Alter. Jetzt ist er, glaube ich, in den Corsa reingerammelt. Gott, ist der schnell. Oh, ja. Wow, Bus. Bus und Bahn und Fernverkehr. Alle sagen happy here. Oh, wir haben es geschafft. Hoffe ich. Du hast gewonnen. Meine Herren, da kam aber gerade auf der linken Spur auch ziemlich viel. Ja, natürlich, jetzt ist das Rennen vorbei auf einmal. Naja, kommen immer noch relativ viele. So, das ging doch relativ einfach, oder? Da war doch nichts. So, ihr Ficker, ihr habt mir alle im Wege gestanden. Ups. So, machen wir gleich noch eins. Es ist gerade so easy gelaufen. So gut und so easy es auch war. So, hier unten waren noch ein paar. Ja, Highway Battle. Machen wir das hier. Das ist, vielleicht fahren wir diese enge Straße hier hoch. Das wäre ganz geil gewesen. Wäre ganz geil gewesen. Ich kann es ja noch nicht wissen. Da kann ich ja noch nicht sagen, wie es gewesen wäre. Weil es ja noch nicht passiert ist. Ich bin noch in Schlaftrance. So, zack. Ist doch schon wieder dasselbe. Nee. Mit einem schönen neuen Porsche kommt er an. Let's go. Und auf einmal ist er vor mir. Jetzt lass mich hier ins Steuer. So. Yeah. Oh, yeah, yeah. Alles klar. Ich krieg zwei ab. Er kriegt einen ab. Komm jetzt. Warum beschleunigt meiner gerade so schlecht? Nur weil ich hier gegen zwei LKW gefahren bin. Das ist keine Begründung. Das war auch die Schadenfreude, ne? Dass es ihm passiert ist. Alter, jetzt gibt er ordentlich Stoff. Rückstand wächst, ja. Ich weiß. Oh! Alter, also ich finde, ne, da hat sich die PlayStation jetzt ein bisschen was rausgenommen, ne? Okay. Okay, Leute, für diesen Part soll es das gewesen sein. Ich dachte, wir machen das jetzt ganz locker vom Hocker noch ein zweites Rennen. Klappt leider nicht, ist dann doch schwerer als gedacht. Beim nächsten Mal geht's wieder weiter mit Need for Speed Undercover und vielleicht bin ich noch ein bisschen wacher. Vielleicht.